Activision präsentiert eine Begegnung mit der Vergangenheit. Entwickelt von Vicarious Visions. Es ist Crash Bandicoot. Tja, und wem das bekannt vorkommt, der hat auch letzte Woche das angespielt gesehen. Heute Crash Bandicoot erneut, aber wir schauen heute mal rein in den dritten Teil der Spielreihe Crash Bandicoot. Wow. Also, starten wir auch hier mal ein neues Spiel, schauen, was uns hier erwartet. Spielen 2-3 Level, 1-2 Level, schauen wir mal, wie lange ich für die Level brauche. Und dann hätten wir uns auch den dritten Teil mal angesehen. Ganz, ganz liebe Grüße raus hier an der Stelle an den lieben Kilian, der sich ja wünscht, zum 400-Abo-Special Crash 2 zu sehen. Schauen wir mal, wie ich das dann tatsächlich mache. Endlich frei! Das klingt ja vielversprechend. Oh, Crash gemütlich zu Hause. Uka, Uka ist frei. Nein, das darf nicht wahr sein. Großes Unheil kommt auf uns zu. Ja, na klar, mich lässt wieder niemand rein, oder wie? Niemand wagt es, den großen Uka Uka einmal zu enttäuschen. Aber du, Cortex, du hast mich zweimal enttäuscht. Großer Uka Uka, es war dieser verflixte Beutel der Axt. Tief aus meinem Tempelgefängnis heraus habe ich dir einfache Anweisungen geschickt. Doch du hast die Edelsteine verloren, du hast die Kristalle verloren. Und ich habe die Geduld verloren. Es gibt keine andere Energiequelle auf diesem Planeten. Ich weiß, wir hatten ein paar bedauernswerte Rückschläge. Du hast versagt, aber weil deine Stümperei mich freigesetzt hat, fühle ich mich großzügig. Es gibt noch eine Möglichkeit, die nötige Macht für die Versklavung dieses Planeten zu bekommen. Und dieses Mal sorgt der große Uka Uka dafür, dass du es richtig machst. Nach Äonen wurde mein böser Zwilling Uka Uka aus seinem unterirdischen Gefängnis befreit. Ich habe ihn dort vor langer Zeit eingesperrt, um die Welt vor seiner Bosheit zu beschützen. Jetzt ist er wieder frei und er muss aufgehalten werden. Kinder, Uka Uka und Cortex wollen die Zeitstrudelmaschine benutzen, um Kristalle zu sammeln, die in der Zeit verstreut sind. Ich habe euch hergeholt, um die Kristalle zu bergen, bevor ihnen das gelingt. Das Zeitportal öffnet sich, wenn ihr euch auf einen Schalter stellt und von dort ins Portal springt. Viel Glück. Und damit beginnt das Abenteuer von Crash Bandicoot 3 Warped. Und wir sind im Zeitstrudel, beziehungsweise hier an der Stelle. Ah, okay, ich wollte gerade fragen, ob ich jetzt hier die Level in der Reihenfolge machen kann, wie ich lustig bin, aber scheinbar nicht. Was haben wir denn hier eigentlich? Okay, hier fahre ich irgendwo hin. Schauen wir mal, wo es hier hingeht. Oh, die 31. Die werde ich aber kaum schon machen können, oder? Future Tense. Ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist. Achso. Doch, wir können rein. Das ist, glaube ich, das DLC zu dem Spiel. Wenn mich nicht alles täuscht.
Schauen wir mal hier rein. Jo. Dann machen wir gleich mal das DLC. Ich denke, das ist auch für euch vielleicht nicht ganz uninteressant, weil es gar nicht so einfach sein wird, das Level. Könnte ich mir vorstellen, dass ich das ein oder andere Mal drauf gehe. Oder das halt gar nicht erst schaffe. Ach ja. Boah, direkt gegrillt. Ja, Miguel spielt auch gerade Crash Bandicoot. So, wieder diese zwei Kisten hier. Sehr gut. Zu zeitig gesprungen. Das ist so lächerlich. Ich gehe tatsächlich in dem angespielt Game Over. Ist das erbärmlich, was ich hier schon wieder zelebriere. Also, das habe ich im Livestream 100-mal besser gemacht. Dann am Ende zumindest. Keine Ahnung, warum ich das jetzt hier alles schon wieder verlernt habe. Jawohl. Was sind das denn für komische Kugeln? Das macht mich jetzt bedingt an. Und auch das sieht nicht ganz so easy aus. Geil. Naja, gut. Wenn wir gehen, auch mal gehen, probieren wir es dann nochmal einfach. Nützt ja nichts. Game over. So, komm. Das war zum Einspielen und jetzt geht's los. Ey, das gibt's ja schon wieder nicht. Was ich hier zelebriere an Schlechtheit und... Oh, lecko mio, Alter. So, komm, Crash. Jetzt mal ernsthaft hier. So, schön die Äpfel mitnehmen. Jawohl. So, einmal hier durch. Jawohl. So, das wieder. Jawohl. Haben zwar kein Leben bekommen, aber was soll's. So. Den Kollegen haben wir... Der Feuertrag geht auf mich. Ist das der verschissene Ernst eigentlich? Alter. Ich glaube, das ist noch nichts für mich, das Level. Da bin ich zu blöd dafür. Lecco mio, ey. Lecco mio. So, komm. Zusammenreißen, dann schaffen wir das schon. Und hier rüber, genau. So, scheiß auf die Kiste. Wir verrecken hier wahrscheinlich eh gleich wieder. Kann ich die Raketen vielleicht vernichten? Nein, kann ich nicht! Ach, na, super. Haben wir jetzt zumindest mehr Chancen, dass ich dort irgendwie durchkomme. Wobei ich jetzt zweimal verreckt bin, weil ich irgendwie den Sprung da nicht mehr richtig hinbekommen hatte. So, kurz warten. Und springen. Wisst ihr was? Wenn wir jetzt wieder Game Over gehen, dann machen wir Level 1 nochmal. Dass ich zumindest nicht nur Scheiße gebaut habe in diesem Angespielt, ja? Boah! Fast zu spät gesprungen. Aber ich glaube, zu spät springen ist besser als zu früh springen. Stopp. Ich glaube, die Dinger kann ich auch kaputt machen, solange die nicht von diesem komischen Laser geschützt sind.
Sei es drum. Wenn ich wenigstens zum ersten Speicherpunkt käme, das wäre da auch schon was wert. Ah, okay. Nice. Haben zwar wieder einmal den Akku verloren, aber was soll's. Oh, wir sind tatsächlich beim ersten Speicherpunkt. Man soll es ja nicht glauben. So, das ist die Nitro-Box. Sollten wir definitiv nicht berühren. Genau. Ah, ist das geil. Ah, Crash. Crash ist schon ein klasse Spiel. Kannst du nicht anders sagen. Jawohl, auch den Sprung geschafft, aber wir haben eben null Leben. Nächstes Mal, wenn wir irgendwie abstürzen oder kassieren, sind wir tot. Shit, Alter. Zu viel. Jawohl. Jetzt mache ich dich noch platt. Okay, wir sind jetzt hier besonders vorsichtig. Ernsthaft? Alter Schwede. Boah, was ist das denn hier? Okay. Hier kommen immer mal Stacheln raus. Wenn die weg sind, können wir ja drüber springen. Alles klar. Gut. Nächsten Checkpoint. Der bringt mir absolut nichts. Aber was soll der Geiz? Oh, nice. Einmal ein Akku. Okay, hier sollten wir definitiv aufpassen. Oh, shit, Alter. Hier oben gibt's ein Leben. Ja, komm. Scheiß drauf! Game. Ja, ist klar. Over. Gut, wir gehen zu Level 1. Wir machen Level 1. Ich denke, das sollten wir schaffen. Da bin ich vielleicht nicht zu blöd dafür. Von daher... denke, ihr hattet auch einen Spaß so ein bisschen, dass ich wieder schön auf den Sack bekommen habe. Level 1 ist hier hinten. Das bekomme ich, denke ich, hin. Das bekomme ich, denke ich, hin. Crash, Crash, Crash. Wieso mischst du dich immer ein? Oh, sieh mal, ich habe auch eine Maske. Bald werden wir ja sehen, welche von ihnen mächtiger ist. Hm. Todd Village ist also Level 1. Bin ich gespannt, was mich jetzt hier erwartet, ob ich hier wenigstens durchkomme. Ob ich hier genauso kläglich versagt. Aber die Musik ist auf jeden Fall erstmal ganz interessant. Kannst du anders nicht sagen. Oh, und hier hast du jetzt Ziegen. Und es klingt alles sehr royal hier. So, schön die Ziege erlegt. Und wieder mal geht's hier durch Moor. Hier sollten wir, denke ich, nicht abstürzen. Und Checkpoint Nummer 1. Ernsthaft, also die Checkpoints sind ja richtig dankbar hier. Ein Leben gleich noch mitgenommen. Ja, der Frosch, der kann mich mal. Oh, hier ist einer mit dem Schwert. Boah, war das knapp. Alter, das hätte auch anders ausgehen können. Und schauen wir mal ins Bonuslevel rein. Wo fährt mich das Teil denn hin? Ah, oh, herrlich, diese Crash-Musik. Die muss man einfach lieben. Nice. Nächste Kiste, siebte Kiste. Läuft. Und Ende des Bonuslevels.
Mal gucken, ob wir vielleicht sogar schaffen, alle Kisten zu holen. 25 von 42 haben wir aktuell. Schauen, wie lang das Level noch ist. Dort hinten sind auf jeden Fall noch eine Menge. Wie gesagt, 25 von 42 haben wir aktuell. So, wie fahren wir jetzt? 35, 7 Stück brauchen wir noch. Das heißt auch, dass das Levelende nicht mehr weit ist. Oh, dieser blöde Frosch, Alter. So, lassen wir den nochmal wirbeln. Oh, hier haben wir jetzt so einen Kristall. Nice. Nochmal eine Kiste. Nochmal so eine Ziege. Die können wir in Ruhe lassen. Jo, wir finden sogar tatsächlich alle Kisten. Das ist ja klasse. Und nehmen damit auch diesen Kristall mit. Wunderbar, so viel also zu Crash Bandicoot 3. Wir haben zwei Level gesehen, beziehungsweise das eine ja nicht vollständig, weil ich das schön auf den Sack bekommen habe. Das haben wir vollständig gesehen. Mit allem drum und dran, denke ich, kann man sich jetzt nicht dran stören, wie ich das gemacht habe. Und vielleicht kommt ja auch das irgendwann im Special. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Und dann schaltet gerne auch mal wieder zu einem anderen angespielt rein bei mir. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.